dass du 24 Volt Batterien bevorzugst und dass du verschweigst, dass die ja doppelt so groß sind. Das ist aber nicht gut. Ach, und BMS-Systeme kommunizieren da untereinander. Ist korrekt, oder? Was? Wir brauchen ein neues Anfängerfehler-Video oder Mysterien-Aufklär-Video. Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen im neuen Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zu diesem Mythos zerstören oder Anfängerfehler Video. Sei es drum, ich bin auf das am Anfang auch reingefallen, weil das mit den Zahlen echt immer ein bisschen tricky ist. Eine 12 Volt Batterie ist nur halb so groß wie eine 24 Volt Batterie. Also das hat... Okay. Aber ich weiß, woher das kommt, weil ich habe mich an meine Anfängerzeit erinnert. Und da ging es mir genauso. Ich habe mir ein paar Stichpunkte dazu gemacht und ich schaue immer mal wieder dahin, nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe hier auch mal zwei Batterien, wir werden uns das mal gemeinsam anschauen. Also, die 12 Volt Batterie ist nicht halb so groß wie die 24 Volt Batterie, wenn man die Zahlen richtig zu deuten weiß. Also, im Prinzip ist das so, die meisten Leute kennen eine Autobatterie. Eine Autobatterie, was weiß ich, so eine Mercedes-Batterie, ja, irgend sowas, was weiß ich, oder nehmt ein Opel Corsa, so eine kleine Batterie. Ja, das sind alles 12-Volt-Batterien. Gut, wie setzen sie sich denn zusammen, diese 12-Volt-Batterien? Ja, ist ganz einfach, da sind 6 Zellen drin, a 2 Volt, und das ergibt 12 Volt. So, nehme ich jetzt denselben Bauform, also sagen wir mal jetzt, das wäre jetzt so eine 12-Volt-Batterie, okay? Und wenn ich jetzt natürlich dieselbe Bauform nehme, halbiere die Zellengröße und packe da statt 6 Zellen 12 Zellen hinein, dann habe ich 12 mal 2, dann habe ich eine 24 Volt Batterie. Hat die dann jetzt mehr Energie oder weniger Energie? Sind ja jetzt 12 Zellen statt 6 Zellen, aber die 12 Zellen sind ja nur halb so groß. Okay, Aufklärung. Die meisten Leute machen das an den Amperestunden fest. Und das ist auch im Prinzip eine ehrliche Kennzahl, weil dann weiß man im Auto, okay, aber dafür habt ihr immer die zweite Kennzahl parat, nämlich das Bordnetz 12 Volt. Und das Ganze verschwimmt dann ein wenig, wenn wir nämlich an diesen Volt rumdrehen. Das ist das Problem. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, okay? Es gibt diesen BMW i3. Falls übrigens einer einen hat, auch mit einer kleineren Batterie, gern melden. Also ich würde ja gern mal E-Auto fahren. Egal. Also, die kleine Version hat einen 60 Amperestunden Akku. Ist das viel? Die mittlere Variante hat 90 Amperestunden Akku. Und die große hat 120 Amperestunden. 120 Amperestunden mal 12 Volt sind doch 1440 Watt. Das ist jetzt aber nicht so viel. Ja, aber es ist wahrscheinlich kein 12-Volt-Akku da drin. Deswegen ist diese Angabe nämlich eigentlich ein bisschen unfair. Okay, und jetzt machen wir es fair. Diese 60 Amperestunden multiplizieren wir mit 400 Volt. Das ist so im Prinzip, wenn man immer wieder, also jetzt nicht eine 12-Volt-Batterie, sondern so Zellen, so lange hintereinander schaltet, eben nicht 6 Stück oder 12 Stück, sondern viele Stück, halt zum Beispiel 200 Stück, 2 mal 2 ist 4, also 200 Zellen hintereinander, mal 2 Volt sind 400 Volt. Irgend sowas haut nicht ganz hin, sind wohl 380, aber ich nehme es jetzt mal für die Rechnung. Also, 60 Ampere mal die 400 Volt ergeben 24.000 Wattstunden. Ist auch nicht so schön, oder? Okay, 24 Kilowattstunden. Wenn wir jetzt mal 380 rechnen, sind 22,8. Ich glaube, irgendwo da ist die Wahrheit. 22,8 bis 24 Kilowattstunden hat nämlich dieser Akku. Wattstunden. Das ist nämlich die echte, das ist nämlich die gute Zahl. So. Tesla mit 100 Kilowattstunden hat schon mal jeder gehört, oder? Das ist nämlich die wirkliche Energieangabe. Egal, ob der Akku jetzt mit 400 Volt verschalten wird oder zum Beispiel nur mit 200 Volt, wie es bei meinem Toyota Prius war, oder mit 800 Volt. Habt ihr schon mal von der tollen 800 Volt Technik gehört? Ja, da kann man die Elektroautos viel schneller laden.
ist nur anders verschalten, ist dieselbe Batteriegröße. 800 Volt, 400 Volt, das, wenn wieder die Ampere fehlen, nützt es wieder nichts. Aber tatsächlich ist diese Angabe ehrlicher für den Energieinhalt. Okay, passt auf. Der 90A Akku hat dann 36 kW, also bei 400 Volt, ich rechne jetzt mal 400 Volt, dann wird es einfacher, 36 kW und der andere der 48 kW. Ja, mit 48 kW, das ist die Hälfte von so einem Tesla-Akku. Jetzt kommen wir schon, das sind so Zahlen, mit denen kennen wir uns schon ein bisschen aus, weil ja jetzt seit 10 Jahren das mit den E-Autos so umeinander geht. 10 kW Hausspeicher. Kilowatt. Ist der Hausspeicher jetzt mit 48 Volt oder mit 96 Volt oder mit 200 Volt verschalten? Keine Ahnung. Aber wir wissen, was der wirkliche Energieinhalt ist. Und jetzt kommt der Punkt. Ist eine 12 Volt Batterie nur halb so groß wie eine 24 Volt Batterie? Das kommt jetzt drauf an, wie viele Zellen, wie groß die sind, die da drin verschalten sind. Also, ich kann in diese Batterie, wie viele sind da drin? Das sind 360 Wattstunden drin. 30 Ampere mal 12 Volt. Ich kann aber auch diese 360 Wattstunden anders verschalten. Dann sind das halt eben 24 Volt bei 15 Ampere. Zum Beispiel, indem ich mehr Zellen mache und die einfach hintereinander schließe. Das ändert aber an der Form nichts und es ändert auch an dem Energieinhalt netto nichts. Es ist übrigens tatsächlich so, dass die 12 Volt Batterien im Moment billiger sind, warum auch immer. Also es hindert euch niemand daran, dass ihr euch statt einer 24 Volt Batterie zwei 12 Volt Batterien kauft, weil sie in Summe billiger sind und die dann zusammenschaltet, ja, plus von der einen ein Minus von der anderen und dann habt ihr auch eine 24 Volt Batterie. Beachtet bitte, bei Lithium-Eisenphosphat müsst ihr Lithium-Eisenphosphat auch einstellen an eurem Laderegler. Achtet da bitte auf den Laderegler. Und hier steht zwar drauf, dass das eine 12-Volt-Batterie ist, ist es aber nicht. Und zwar sind die ein bisschen anders verschalten, dass auch die Spannung der einzelnen Zelle anders ist, 12,8. Und ein 24-Volt-Akku von Leadtime oder Power Queen zum Beispiel hat auch nicht 24 Volt. Das schreiben die nur drauf, weil die Leute damit einigermaßen was anfangen können. Da ist zum Beispiel 25,6. 12,8 mal 2. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Batterie habt, so eine ganz normale, so eine 100 Amperestunden so ein Gehäuse, dann ist das immer noch anders, wie die Batterien da drin verschalten sind. Kennt ihr die, ich habe leider keine da, so eine 9 Volt Blockbatterie. Das sind mehrere 1,5 Volt Zellen drin verschalten, dass die auf 9 Volt kommen. Das sind ganz, ganz kleine Würfelchen, sieht total lustig aus, macht mal eine auf, aber passt auf die Batteriesäure auf. Okay, das heißt, wir haben jetzt geklärt, 24 Volt, 12 Volt ist eine Zahl, die für sich alleinstehend überhaupt gar nichts bringt. Null, das ist Quatsch. Ihr braucht die Ampere dazu, dass ihr die Wattstunden ausrechnen könnt. Bei guten Herstellern habt ihr das dann auch noch hinten irgendwo auf einer Tabelle oder es gibt ein Datenblatt dazu oder irgendwas. Die Leadtime Mini zum Beispiel, die sagt euch das sogar irgendwo. Hoffentlich verspreche ich jetzt nicht zu viel. Da 12,8 Volt, 100 Ampere, 1280 Watt Stunden, die schreiben das sogar komplett drauf. Ja? Dann kennt ihr euch aus, das ist nämlich die Zahl, die wirklich ehrlich ist. So, ich habe schon gesagt, 2x 12 Volt kaufen, wenn es billiger ist, bitte. Kein Problem. Aber, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das habe ich vorhin schon mal, das Batterie-Management-System managt seine eigene Batterie, also es kommuniziert nicht mit den anderen. Macht es nicht. Aber, und das habe ich jetzt in einem anderen Video auch schon mal gesehen von einem YouTuber, die Hersteller empfehlen wohl, dass man ab und zu die Batterien voneinander trennt und voneinander getrennt auflädt, denn die Spannung kann eventuell unterschiedlich stark steigen und deswegen empfehlen sie diese Trennung bzw. einen Batteriebalancer zwischen den einzelnen Batterien. Und jetzt kommt der Punkt, ich habe es nicht. Ich betreibe mein Gedöns hier schon seit, also Lithium-Eisenphosphat, ja, mit so einem anderthalben Jahr. Und ich habe extra für dieses Video, bin ich vorhin nochmal runtergekrabbelt und habe mit meinem Tool
die Batterien nochmal gemessen und 100% gleich. Also es kann auch sein, dass bei mir Zufall ist, aber nur, dass ihr schon mal informiert seid. Ihr könnt euch natürlich auch eine 24 Volt Batterie respektive 25,6 Volt, weil es ja Lithium-Eisenphosphat ist, ihr könnt das auch mit Blei bauen. Ja? Zählt im Übrigen auch, außer es kein Batteriemanagementsystem gibt. Dann kauft ihr euch halt so eine Batterie mit 200 oder 300 Ampere. Das ist halt ein Riesenunterschied. Dann habt ihr eine Batterie und peng, dann braucht ihr nie wieder irgendwas kaufen. Geht auch. Aber wichtig ist, dass ihr die Zahlen zu deuten wisst und dass ihr wisst, okay, die Batteriemanagementsysteme reden nicht miteinander. Und die Hersteller empfehlen tatsächlich den Balancer. Jo, habe ich ihn? Nö. Habe ich ihn schon mal gebraucht? Nö. Aber was nicht heißt, dass es nicht einen Fall in einer Variante irgendwas gibt, dass das so sein müsste. Wobei ich natürlich auch zwei 24-Volt-Batterien parallel habe und wenn man die in Reihe schaltet, das habe ich nicht ausprobiert. Also müsste ich habe jetzt 24 Volt Batterien, da müsste ich halt auf 48 Volt schalten, um rauszufinden, ob irgendwann in der fernen Zukunft irgendwann mal ein Ungleichgewicht entsteht. Da habe ich gar keine Komponenten dafür. Aber hey, zumindest haben wir diese Sachen mal durchgesprochen und ich hoffe, damit konnte ich ein bisschen den Staub von diesem Mythos klopfen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen.